Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Kartenwender aus einem ADP-Merkur-Gerät ausbaut und auseinandernimmt, um ihn gegebenenfalls zu reinigen. Als erstes ziehen wir die Zuleitung ab. Dann haben wir hier unten einen Hebel, den drücken wir hoch und ziehen den Kartenwender einfach nach vorne raus. Schon haben wir den Kartenwender in der Hand. Um jetzt an die einzelnen Karten zu kommen, wäre so ja relativ aufwendig. Also müssen wir ihn auseinandernehmen. Dafür lösen wir diese Schraube. Und diese Schraube. Dann können wir das Blech hier oben drauf einfach entnehmen. Der Kartenwender liegt frei und können die Karten einfach nach vorne rausheben. So können wir jetzt beliebig die Karten reinigen. Jeder einzelne funktioniert quasi wie so ein kleines Telefonbuch von früher in den Büros. Und auch genauso können wir sie wieder einsetzen. Am besten mit einer leichten Drehbewegung. Einfach wieder eingesetzt. Das Blech wieder drauf und die Schrauben wieder drauf. Das nächste ist, sollte mal der Motor kaputt sein, ist es auch kein Problem. Den können wir einfach auch abziehen. Dann haben wir eine Schraube da. Die muss gelöst werden. Und eine Schraube auf dieser Seite. Die muss gelöst werden. Haben wir die gelöst, können wir den Motor einfach nach oben abziehen. Hat einen kleinen Zahnkranz dran. Da unten ist das Gegenstück. Und genau im umgedrehten Sinn, mit einer leichten Drehbewegung, können wir den Motor wieder einbauen. Gegebenenfalls einen neuen. Gott sei Dank gibt es mittlerweile Magnetschraubenzieher. Trotzdem mit einer Hand schwer. Natürlich nicht zu vergessen, den Stecker wieder aufzustecken. Der Einbau des Kartenwenders ist auch einfach. Da unten gibt es eine Schiene. Dort setzen wir ihn einfach ein, schieben ihn rein, stecken das Kabel wieder drauf und schalten mal ein. Seht ihr, automatisch funktioniert. So könnt ihr also das mit allen fünf Kartenwender machen, könnt sie reinigen und wieder einbauen. Gegebenenfalls Teile tauschen oder sogar den ganzen Kartenwender tauschen. Das war's von mir. Danke.